Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zum letzten Interview unserer Reihe. Alhamdulillah, wir haben bisher sehr, sehr viel geschafft und thematisiert. Wir hatten ganz zu Beginn eine Einführung und wir haben Fragen geklärt, wie was ist Fiqh und wie studiert man Fiqh und was sind Fiqh-Schulen etc. Und dann hatten wir jemanden, der die Hanafitische Schule vorgestellt hat und jemanden, der die Malikitische Schule vorgestellt hat. Da hatten wir einen sehr, sehr interessanten Stream mit unserem Bruder Abu Hajar und dem Sheikh Abu Muhammad aus Mauretanien. Und dann hatten wir auch, Alhamdulillah, am Freitag einen sehr, sehr schönen Stream mit dem Bruder Firas über die Hanbalitische Schule. Und heute sprechen wir über die Shafi'itische Schule, die Schule von Imam al-Shafi'i. Und dafür habe ich einen sehr, sehr lieben und guten Freund von mir eingeladen. Doch dazu können wir gleich nochmal was sagen. Ich muss ihn jetzt nur dazu holen, inshallah. Unser lieber Bruder Abdul Qadir Bono muss noch dazu kommen. Wenn ihr, also vielleicht bis der Bruder Abdul Qadir da ist, ich habe gemerkt und auch die anderen, meine Interviewpartner, dass ihr noch sehr, sehr viele Fragen habt. Ich habe das auch gemerkt durch eure Privatnachrichten, die ich bekommen habe, dass ihr noch sehr, sehr viele Fragen habt, dass noch sehr, sehr viele Fragen offen sind. Ich bin am Überlegen, dass die Idee kam mir gerade eben spontan. Dazu müsste ich noch meinen Bruder Firas fragen, vielleicht ist er ja live dabei, und mein Bruder Abu Hajar auch, dass wir vielleicht Anfang nächster Woche, weiß nicht, vielleicht morgen oder übermorgen, einen Stream machen, wo wir uns mit euren Fragen beschäftigen. Wir haben gemerkt, in den letzten Interviews war es etwas schwierig, auf die vielen Fragen auch zu antworten, weil die Streams teilweise sehr, sehr lange waren. Doch wir werden versuchen, oder ich spreche inshallah mit den Geschwistern, dann schauen wir mal, ob sich da was ergibt. Ich weiß nicht, wenn der Bruder Firas dabei ist oder der Bruder Abu Hajar, dann wisst ihr schon Bescheid. Was ich euch fragen möchte, inshallah. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما شاء الله ما شاء الله أهلاً أونلاين ويل أصلاً يا كان problem إن شاء الله wir bekommen das schon hin إن شاء الله بارك الله فيك dass es geklappt hat. Ich denke wir starten auch gleich إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich habe eben kurz auch schon eingeführt, ein paar Worte gesagt. Und heute Abend möchte ich meinen lieben und guten Freund Abdul Qadir Bono herzlich willkommen heißen, der für uns in dieser Gesprächsreihe die Shafi'itische Schule vertreten wird, inshallah. Er meinte schon, das Beste kommt zum Schluss. Das ist jetzt Insider, das war ein Gespräch zwischen uns, so. Ich muss dazu sagen, dass wir, also wenn wir rein chronologisch vorgegangen wären, dann hätten wir die Shafi'itische Schule vor der Hanbalitischen thematisiert. Doch aufgrund bestimmter Umstände haben wir das so gemacht. Auf jeden Fall, herzlich willkommen. Ganz kurz vielleicht zu Abdul Qadir, die ihn nicht kennen. Er ist vom Studium, von der Ausbildung her Sozialarbeiter und auch Pädagoge und islamischer Theologe, so würde ich das nennen, und angehender Imam und Faqih. Er hat in den letzten, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre,
5 oder 6 Jahren? 6 Jahre, mashallah. Er war jetzt 6 Jahre im Sudan. Dort haben wir uns auch näher und intensiver kennengelernt mit sehr, sehr vielen und interessanten Geschichten. Aber dafür bräuchten wir, glaube ich, einen eigenen Stream. Unsere Sudan-Erlebnisse, Sudan-Erlebnisse. Das wäre mal was. Spannend, das fällt mir gerade ein. Das wäre was. Das Leben und Studieren im Sudan, das wäre mal interessant. Können wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da zu Wort kommen oder wir unsere Frauen sprechen lassen. Ich weiß nicht, was deine Frau im Hintergrund sagt. Wir können unsere Frauen sprechen lassen und dann kommt die Wahrheit ans Licht, inshallah khair. Doch heute geht es inshallah um Imam Shafi, um die Schule von Imam Shafi. Wir haben in den letzten Interviews, verzeih, dass so viel rede, gleich übergebe ich dir das Wort natürlich. Wir haben in den letzten Interviews sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, was Fiqh ist, was Fiqh-Schulen sind. Wir haben einen kleinen Einblick gewährt, wie die unterschiedlichen Schulen auch mit ihren unterschiedlichen Methoden und Feinheiten Fiqh betreiben. Und einige Fragen, Alhamdulillah, brauchen wir deshalb nicht zu wiederholen. Das Problem ist auch in den letzten Einheiten oder in der vorletzten Einheit ist das auch etwas eskaliert von der Zeit her. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da saßen wir 170 Minuten am Stream. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel am Ende. Deswegen wollen wir heute auch dann, inshallah, also ein Anspruch an mich persönlich, vielleicht schnell auf den Punkt kommen, auch wenn ich jetzt schon wieder 10 Minuten quatsche. Auf jeden Fall fangen wir direkt an, inshallah, mein lieber Abdelkader, mit einer der Fragen, die lautet: Wer war Imam Shafi'i? Mit deinen eigenen Worten, vielleicht die wichtigsten Dinge: Wer war Imam Shafi'i? Tamam. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن عليكم السلام insbesondere und الحمد لله مش alle da. Die war sehr schön im Hintergrund. Zu Imam Shafi'i. Kurz ist Abu Muhammad ibn Idris. Mein Abdelkader, entschuldige, mein lieber Abdelkader, es hakt manchmal ein bisschen. Es kann mit dem Mikro zusammenhängen. Das Problem hatten wir die letzten Male auch schon. Wenn du Kopfhörer hättest mit Mikro, dann wäre es besser. Wenn nicht, dann Dann, bist du ich vielleicht hole näher ganz an. schnell meine Kopfhörer. Ja, das wäre super. Baraklofik, sagt Lachen. Damit wir aus den letzten Einheiten lernen. Mich müsstet ihr sehr gut hören, oder? Vielleicht ein kurzes Zeichen, liebe Geschwister. Mich müsstet ihr sehr gut hören. Genau, Eva. Schauen wir. Ich muss nur ganz kurz was mit dem Bluetooth machen. Ja, schauen wir. Ja, ihr hört natürlich wie immer meine Hintergrund Effekts. Meine kleine Schwester, meine kleine Tochter, nicht Schwester. Meine kleine Maria. So, kann man mich jetzt besser hören? Ja, jetzt sehr gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also, bei Imam Shafi'i handelt es sich um Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Bis zum Ende ist es Ibn Abdul Manaf. Und deswegen trifft sich die Familie oder der Familienstammbaum des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und des Imam Shafi'i bei Ibn Manaf. Das ist der Urgroßvater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist im Gaza, im heutigen bekannten Gaza, und das Gaza, der Gazastreifen von früher, oder das, was früher als Gaza bekannt war, ist größer als das, was es heute ist. Aber er ist dort geboren worden, und zwar in Gaza-Stadt, also in der Stadt selbst. Ist in ärmlichen Verhältnissen geboren worden. Man weiß über seinen Vater und seine Mutter eigentlich recht wenig. Also die Familienstammbäume der Eltern sind nur insoweit nachvollzogen worden, als dass man weiß, woher sie kommen. Der eine aus Jemen, oder die Mutter aus Jemen, und der Vater eben aus der Quraysh, oder aus der quraschitischen Ecke aus Mekka. Er ist 150 geboren nach Hijra. Das ist 767. So, ich glaube, so müsste es in der christlichen Zeitrechnung sein. Aber es ist 150 nach Hijra, das ist dasselbe Jahr, in dem der große Gelehrte und einer der Vorreiter im Fiqh, Imam Abu Hanifa, verstorben ist. Seine Mutter ist sehr, sehr früh mit ihm aus Gaza-Stadt
hin oder ausgewandert nach Mekka, weil sie sicher gehen wollte, dass der Stammbaum des Imam Schafi erhalten bleibt, ja, dass er sich an seinen Stammbaum erinnert und dass er diesen Nasab, also diese Verbindung zu dem arabischen Stammbaum, den er da hat, auch zur Prophetenfamilie nicht verliert. Und deswegen ist er in sehr, sehr jungen Jahren in ärmlichen Verhältnissen nach Mekka mit seiner Mutter ausgewandert, hat dort studiert und hat sich dort auch einem arabischen Stamm angeschlossen, mit denen er zwischen 10 und 15 Jahren umhergewandert ist. Und das ist eine Besonderheit des Imam Schafis, dass er eben Arabisch auf eine sehr besondere Art und Weise gelernt hat, nämlich bei einem Beduinenstamm, der als eine der Stämme gilt, die immer sehr, sehr rein an der arabischen Sprache waren. Deswegen auch, entschuldige, deswegen auch immer Ja, das bitte. Argument der Schafiiten wahrscheinlich, dass Imam Schafi'i eine Hujja, ein Beweis in der arabischen Sprache sei, auch wenn wir Malikiten das etwas kritisch sehen, aber nur so am Rande. Ganz gern weitermachen, Richtig, inshallah. genau. Also er ist mit dem Stamm der Huveil für 10 bis 15 Jahre, das ist man so ein bisschen unsicher, umhergewandert. Das muss man sich aber so vorstellen, dass er mit ihnen gelaufen ist und dann eine Zeit lang in Mekka war und dann wieder eine Zeit lang mit ihnen unterwegs war und dann wieder eine Zeit lang in Mekka. Also er hat seinen Draht zu Mekka nie ganz verloren, aber er war trotzdem immer mit dem Stamm unterwegs. Ja, und der Stamm, das muss man sich auch so vorstellen, so ein Stamm, der besteht aus mehreren Anteilen und nicht alle bewegen sich gleichzeitig. Deswegen war er regelmäßig in Mekka und deswegen hat er auch mit 7 den Koran auswendig gelernt, mit 10 die Muwatta von Imam Malik auswendig gelernt. Und das hat er alles in Mekka gemacht. Ja, auch seine arabischen Kenntnisse und in den Ulum al-Hadith und den Hadith-Wissenschaften, sodass er mit 15 in Mekka schon die ersten Fatawa geben durfte. Also er hat damals von dem Imam des Haram die Erlaubnis bekommen, dass er eine Fatwa geben darf. Er ist dann von Mekka nach Medina ausgewandert, um dort bei Imam Malik zu lernen, aber nicht, bevor er nicht die Muwatta auswendig gelernt hat. Also er hat sich selbst zum Ziel gesetzt, dass er den Lehrer erst dann aufsucht, wenn er etwas vorzuweisen hat. Und das Mindeste, was er vorzuweisen hat, seiner Meinung nach, war, dass er die Muwatta auswendig konnte. Und er hat dann bis zum Ableben von Imam Malik quasi bei Imam Malik gelernt. Und es ist, ich meine, ich weiß nicht, ob das schon erzählt wurde, aber Imam Malik hat auch sehr positiv über Imam Schafi'i gesprochen. Und er war zum Beispiel einer der Schüler, die bevorzugt wurden beim Rezitieren der Muwatta, weil Imam Schafi'i gesagt wurde oder über ihn gesagt worden ist, dass er keine Schwäche in der arabischen Sprache hat, dass er sauber spricht und rein spricht. Und er konnte die Muwatta ihm auswendig und hat das einfach so runtergesagt. Dazu muss man sagen, die Version von Al-Muwatta, die es zu der Zeit gab. Wir wissen, dass Muwatta mit der Zeit Richtig. kritisch editiert wurde und von Imam Malik überarbeitet wurde. Ganz kurz für die Geschwister, die es nicht wissen, eigentlich hatten wir das gesagt. Al-Muwatta ist eigentlich das Haupt-Hadith- und Fiqh-Werk von Imam Malik und damit auch der malikitischen Schule. Und unser Bruder Abdul-Qadir hat sehr, sehr schön aufgezeigt, dass Imam Shafi'i erst einmal auch, also damals, der das Gebiet um sogenannte Großsyrien, heutiges Palästina, kam, aus sehr ärmlichen Verhältnissen gereist ist natürlich, um nach Wissen zu streben und am Wissen zu gelangen, in frühen Jahren schon Großes erreicht hat und schon eine Stellung hatte bei den Gelehrten seiner Zeit. Du kannst natürlich gleich weiter ausführen. Vielleicht kannst du mit einbauen oder aus deiner Sicht, was ich auch die anderen immer gefragt habe, wenn jemand dich nach drei besonderen Eigenschaften oder Fähigkeiten von Imam Shafi'i fragen würde, welche drei würdest du nennen? Das kannst du inshallah einfach mit einbauen. So. Die würde ich am Ende benennen. Ich würde kurz seinen Inshallah. Lebensweg kurz noch, weil sein Lebensweg eine seiner besonderen Eigenschaften ist. Die hat er anderen Gelehrten voraus, nämlich seine Biografie. Weil er ist nämlich nicht in Medina geblieben, sondern er ist von Medina wieder nach Mekka, von Mekka wieder nach Medina und ist dann in den Jemen. Und hat im Jemen studiert, so lange, bis er von Harun al-Rashid benannt worden ist als Richter. Also er hat kurze Zeit im Richteramt im Jemen gearbeitet. Und dann gab es zu der Zeit einen, ja, wie nennt man das? Einen Sachverwalter, den Harun ibn Rashid
eingesetzt hat in der Zeit. Und der war dafür bekannt, dass er ungerecht war. Das war Hamed al-Barbari. Und Imam Shafi hat sich ein bisschen mit ihm angelegt und hat Parole geboten. Und das hat dazu geführt, dass ihm vorgeworfen worden ist, politischen Umbruch zu inszenieren, eine Revolte zu inszenieren und Harun al-Rashid stürzen zu wollen. Und dann hat Harun al-Rashid ihn nach Bagdad geholt, also ihn eingeladen nach dem Motto, komm her, wir müssen mal reden, was machst du da hinten? Was dann dazu geführt hat, dass er auch in Bagdad geblieben ist eine Zeit lang und dort studiert hat. Und das war auch die große Möglichkeit, wo er in den Kontakt gekommen ist mit der Schafi mit der hanafitischen Rechtsschule und hat dann eben bei einem der größten Schüler, ja, wie habt ihr bestimmt gehört, dass die hanafitische Schule mehrere große Schüler hat und einer davon war Shaibani. Und bei ihm hat er dann gelernt. Genau. Hat also erstmal an seinen Unterrichten allgemein teilgenommen und hat dann später auch Privatunterricht genommen. Also in kleiner, privat meinen wir immer kleinere Kreise. Ist dann von Bagdad wieder zurück nach Jemen, hat gesehen, in Jemen läuft es nicht, weil die Vorwürfe werden ihm weiter unterbreitet und er wollte sich auch distanzieren vom politischen Amt, weil er das politische Amt kritisch gesehen hat. Wenn man ihm auf die Pelle rückt, wenn er das sagt, was er glaubt, dass es richtig ist. Ja, also er hat sich offen gegen die Ungerechtigkeit des Herrschers ausgedrückt, also es offen kundgetan. Und das hat halt für negative Schlagzeilen gesorgt. Und deswegen ist er von dort auf einen Reiseweg nach Ägypten. Auf dem Reiseweg nach Ägypten hat er Schüler kennengelernt, die bei Al-Layth studiert haben. Und ist dann auch noch mal in Kontakt gekommen mit neueren Überlieferungen, mit anderen Ahadithen, mit anderen Überlieferungsketten, die er so in der Form davor nicht gehört hat. Hat auch ein neues Umfeld kennengelernt, nämlich dann auch Ägypten. Und dann Also, passiert ein Umfeld. Entschuldigung, du sprichst über Leith ibn Saad, dem eine eigene Fiqh-Schule zugeschrieben wird in Genau, Ägypten. Layth ibn Okay. Saad, dem eine eigene Rechtsschule zugeschrieben wird, von dem wir aber nur noch sehr, sehr wenig haben, außer Einzelmeinungen, was damit zu tun hat, wenn wir hier Imam Schafi sprechen lassen, dass seine Schüler sich nicht darum gekümmert haben. Aber es gab Schüler von ihm und sie haben auch Leute unterrichtet, aber es wurde eben nicht aufgeschrieben, es wurde nicht festgehalten, es wurde nicht diskutiert, vor allem eben auch nicht niedergeschrieben und das hat dazu geführt, dass das Wissen versickert ist. Und heute für uns nur noch in Einzelmeinung greifbar ist. So ist er am Ende in Ägypten gelandet und dort ist er dann geblieben bis zu seinem Lebensende. In dieser ganzen Zeitspanne, in seiner Lebensreise, merken wir, er hat mehrere große Stationen. Er hat Mekka, Medina, Bagdad, Jemen, also Jemen, Bagdad und Ägypten. Und als wissenschaftliche Persönlichkeit entwickelt er sich. Er formuliert Meinungen. Bis zu seiner Zeit in Bagdad formuliert er eine Schule. Er entwickelt eine Schule, eine Form des Denkens, eine Form der Ableitung, beziehungsweise die Form der Ableitung bleibt bei ihm stringent, aber das Ergebnis aufgrund der Beweislage, die er vor sich hat, aufgrund der Umstände, die vor ihm sind, verändern sich. Und das verändert sich, sobald er nach Ägypten geht und sich dort niederlässt und vor allem, weil er die Überlieferung kennenlernt, die von Al-Layth überliefert wurden, Al-Layth ibn Saad. Sodass wir, dass das so, deswegen spricht man oft von einer alten Schule bei Imam Shafi und einer neuen Schule. Die alte Schule ist das quasi, was passiert ist, bevor er die Reise begonnen hat nach Ägypten. Und alle Meinungen, die er dort verfasst hat, die übernimmt er zu einem großen Teil mit nach Ägypten, aber er revidiert einige Meinungen, verändert einige Meinungen, weil er nun Zugang hat zu Quellen, die er davor nicht hatte. Und die Umstände, die vorhanden sind, verändern sich. Es kommt auch dazu, dass er sein Buch schreibt, Al-Risala, das Usul al-Fiqh-Standardwerk, also das Grundlagenwerk der Methodenlehre, das er übrigens nicht geschrieben hat, weil er es wollte, sondern weil er darum gebeten wurde. Und das ist etwas, was wir in den Biografien vieler, vieler Gelehrten finden werden. Und das wird bei den Malikiten, bei den Hanafiten und bei vielen anderen und bei Ahmed auch nicht anders gewesen sein, dass viele Schriften entstanden sind, weil andere darum gebeten haben. Ja, und deswegen
Nee, kann man vielleicht auch für sich als Mensch immer daraus mitnehmen, dass Wissen etwas ist, worum man fragt. Also Wissen kommt nicht zu dir geflogen, so wie ein Vogel und setzt sich vor dir hin, sondern du musst dich darum bemühen, dass es zu dir kommt. Und manchmal musst du auch Leute, die Wissen haben, nötigen, dass sie dir geben, was du haben. Und so kam es zum Beispiel dazu, dass Imam Schafi selbst geschrieben hat. Und das ist eine weitere Eigenart. Imam Schafi hat seine Bücher überwiegend selbst geschrieben. Es gibt einige kleine Schriften, da ist man sich uneinig, hat er das geschrieben, hat er es diktiert, hat ein Schüler es geschrieben. Aber grundsätzlich haben alle größeren Werke, vor allem Al-Umm wa Al-Irisale, entstammen der Feder des Imam Schafi. So, das ist jetzt nur ein ganz grober biografischer Überblick, wer diese Person ist, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Und darin, finde ich, erkennen wir auch die größte Eigenart oder das, was besonders an ihm ist, ist eben, dass er einmal selbst geschrieben hat und von unterschiedlichen Lehrern gelernt hat. Und deswegen wird Imam Schafi auch immer so ein bisschen bezeichnet als derjenige, der die Ahlul Ray, die den Hanafiten zugeordnet wird, ja, und Ahlul Hadith, die so Malik zugeordnet werden, auch wenn das jetzt sehr pragmatische Einordnung ist und man das eigentlich so nicht macht, aber er vereint unterschiedliche Gedankengüter, weil er von beiden gelernt hat. Bei Imam Malik hatte er die Chance, bei Imam Malik selbst zu lernen. Und bis zu seinem Lebensende bezeichnet er Imam Malik als seinen Lehrer, obwohl er andere Meinungen hat. Aber den Titel, sein Lehrer, verliert Imam Malik nicht. Ja? Und da finden wir auch den Ausspruch von Imam Shafi, dass er sagt, können wir nicht Geschwister bleiben und trotzdem unterschiedlicher Meinung sein? Und er lernt halt, er hatte leider nicht die Chance bei Abu Hanifa selbst zu lernen, aber er hatte bei einem seiner größten Schüler, Shaybani, die Möglichkeit zu lernen und hat von ihm auch alles Mögliche mitgenommen, was er in der Zeit auch mitnehmen konnte. Und das summiert sich natürlich in seinem Kopf. Und dazu kommt die dritte Eigenschaft, er war unglaublich intelligent. Also Imam Shafi war von unglaublicher Intelligenz gekennzeichnet und hatte eine sehr hohe Intelligenz und ein sehr schnelles Vermögen. Und das wird immer so geschrieben, wie Imam Schafi es selbst über sich sagt, wenn er eine Sache auswendig lernen wollte in einem Buch, musste er die eine Seite zuhalten, damit er die Sachen nicht aus Versehen falsch auswendig lernt. Und er musste eine Sache einmal lesen und konnte sie auswendig. So wird es über ihn überliefert, auch von seinen Lehrern, dass er eine Sache einmal lesen musste und sie dann nicht vergessen hat. Und hier vielleicht eine kurze Geschichte, von der wir etwas profitieren für unser eigenes Leben, dass Imam Schafi einmal zu seinem Lehrer gegangen ist und sich beschwert hat, weil er was vergessen hat. Also er ist zu seinem Lehrer und hat sich gesagt, ich beschwert sich, weil er etwas sich nicht mehr so gut erinnern konnte. Und der Lehrer fragt ihn nicht, warum. Er fragt ihn nach was hast du gemacht heute? Was fällt dir ein, was du heute gemacht hast? Und Imam Schafi, jetzt hört euch das an. Ich habe mir die Fußknöchel einer Frau betrachtet. Also ich habe länger auf die Fußknöchel, sie ist nicht so ein Vorbeigehen, sondern ich habe länger drauf geschaut. Und dann sagt sein Lehrer zu ihm, und mit den Sünden kommt das Vergessen. Ja, oder in der Form der Fehlschritte, der Fehltaten kommt das Vergessen. Das ist natürlich jetzt ein hoher Maßstab, aber das soll uns auch immer daran erinnern, dass wenn wir uns mit den unterschiedlichen islamischen Wissenschaften auseinandersetzen, so meine Meinung, dann brauchen wir auch immer eine innere Auseinandersetzung. Ja, also es gibt nicht nur das Was, sondern es gibt auch das Warum und das Wie, das Innere. Und er ist dann eben im Jahre 204 nach Hijra in Ägypten verstorben. Ägypten ist übrigens ein ganz schlimmes Ja, Land. gut war, Ganz ja. viele Gelehrten sind hin und sind dort gestorben. Subhanallah. Die Grabstätte der Gelehrten. Richtig, subhanallah. Abdul Qadir, für mich, also wenn ich für mich, also ich versuche immer, wenn Interviewpartner was sagen, so für mich so einige so zentrale Dinge, die mich vor allem packen, nochmal zusammenzufassen. Also erst einmal merke ich auch an deinen Ausführungen, was wieder auch eine Sache belegt, die wir in den anderen Ausführungen gehört haben, dass wenn wir über die vier Imame sprechen, dann sind das keine Menschen, die irgendwo
alleine auf einer einsamen Insel waren und keine Auseinandersetzung mit anderen Gelehrten hat. Im Gegenteil, genau wie bei den anderen Imamen, war Imam Schäfi unterwegs, hat von unterschiedlichen Imamen der unterschiedlichen Schulen gelernt, profitiert, aber auch sehr wichtig, kritisiert und auch seine eigenen Meinungen gebildet. Das ist für mich, das ist eigentlich fast bei fast allen Imamen so erkennbar. Was auch sehr wichtig ist, dass die Imame auch sehr selbstkritisch waren. Also weil manchmal glaubt man, dass das Imame gewesen seien, die haben eine Meinung gehabt und die waren irgendwie fanatisch. Weil heute wird den Fiqh-Schulen vorgeworfen, es sei Fanatismus. Man wäre nicht bereit, andere Meinungen zu akzeptieren. Also die Imame selbst der Schulen belegen das Gegenteil. Und auch noch eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich mitnehme, auch aus deinen Einführungen, ist, dass die Imame auch sehr kritisch in Bezug auf ihre Umwelt waren oder politische Verhältnisse, Umbrüche. Das sehen wir auch bei allen Imamen, alle vier durchweg. Wir könnten nur Bücher schreiben darüber, was ihnen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene widerfahren ist. Und das antwortet aus meiner Sicht auch wieder auf ein ja, Zweifelsargument, was immer so in den Raum geworfen wird, diese Schulen hätten sich nur durchgesetzt, weil dort hinter bestimmte politische Umstände waren, die das unterstützt haben, begünstigt haben. Das mag auf der einen Seite stimmen, ja, zu bestimmten Zeiten. Es mag stimmen für die eine oder andere Schule. Doch das darf man nicht so verstehen, dass Politik durchgängig nur eine Schule oder nur diese Schulen unterstützt hat, vor allem zu Beginn der Entstehung der Schulen und sie deshalb da sind. Also für mich ist das kein Argument. Selbst wenn es so sein sollte, ist das für mich kein Argument, um irgendwie die Schulen zu schmälern. Wenn du erlaubst, würde ich dann auch gleich zur nächsten Frage übergehen, also zu einer der nächsten Fragen. Wir haben auch mit den anderen Interviewpartnern darüber gesprochen, wie sich dann die einzelnen Schulen entwickelt haben, weil wir haben schon erfahren, dass, okay, wir hatten immer einen Imam oder einen Begründer, mehr oder weniger Begründer, auch wenn das nur differenzierter gesehen werden muss, dass dahinter nicht nur immer eine Person steckt. Doch wir haben immer irgendwie einen Imam. Doch was passiert dann? Also der hat bestimmte Meinungen, Methoden, Lehren, Schüler. Und was passiert dann? Wie entsteht daraus eine Schule, eine ganze Bewegung, die dann im Laufe der Zeit, also auch mit den anderen Schulen zusammen, wirklich den Dien bewahrt? Es ist ja nicht nur immer eine Person, sondern wirklich unsere Religion bewahrt hat. Wie ist daraus eine Schule entstanden? Oder was sind so die Knackpunkte, die daraus eine Schule machen aus der Schäfi-Eigenschaft? Ja. Also bei Imam Schäfer ist es so, wenn man so ein bisschen über die Entstehung seiner Schule spricht, da hast du auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, den ich vielleicht hier an der Stelle auch nochmal kurz betonen möchte. Wenn wir von einer Schule heutzutage sprechen, dann heißt nicht, dass alles gänzlich eins zu eins zurückgeht auf den jeweiligen ursprünglichen Gelehrten, nämlich an der Stelle Imam Schäfer, sondern dass es heutzutage Fragen gibt, die gab es zur Zeit von Imam Schäfer nicht, die man aber heute beantwortet auf der Basis der Grundlage und der Regeln der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Textquellen, um dann zu einem Ergebnis bekommt. Also man bedient sich quasi der Anleitung des Schechs oder des Begründers der Rechtsschule. Und so entwickelt sich die Rechtsschule immer weiter und wächst durch ihre Schüler. Und es mag sein, dass Politik da ihren Einfluss gehabt hat. Aber das Größte, womit die Rechtsschulen, also das, was die Rechtsschulen wirklich am Leben erhalten hat, waren die Schüler. Und deswegen gibt es ja auch Rechtsschulen, von denen wir nichts mehr wissen, also von denen wir nur Einzelmeinungen haben, weil leider es bei den Schülern verloren gegangen ist. Oder die Schüler konnten nicht schreiben, man weiß es nicht, ja, aber es ist verloren gegangen. Und wenn wir jetzt über die Schule von Imam Schafi'i sprechen, dann sprechen wir über vier, jetzt wenn wir es ganz kurz zusammenfassen wollen, über vier Episoden. Wir sprechen über die Zeit von Imam Schafi'i selbst, weil er hat selber geschrieben. Das heißt, seine Worte waren nicht nur begrenzt auf die Leute, die er unterrichtet hat, sondern dadurch, dass er selbst geschrieben hat, ist es zugänglich geworden für andere Leute, die auch lesen konnten. Und er war in mehreren Ländern. Das hat automatisch dafür geführt, dass er in mindestens vier Ländern Schüler hat. In Mekka und Medina, also im Hijaz, in Bagdad, in Jemen und in Ägypten. So, und wenn man jetzt nur mal darauf schaut, es gibt wenn man so in die detaillierteren Bücher schaut, dann wird man sehen, dass es für jedes Land
eine Liste von 15 gibt, wo man sagt, das sind so die Top-Schüler gewesen. Das heißt, er hatte in jedem Land Schüler. Er hat selbst geschrieben und er hat in unterschiedlichen Ländern Schüler. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist, er selbst stirbt und die Schüler übernehmen die Verantwortung. Und jetzt, wo die Schüler die Verantwortung übernehmen, entstehen zwei Arten der Niederschrift. Was ich damit meine, ist, es gab zwei Gedenkschulen dazu, wie man den Fiqh aufschreibt. Der Inhalt ist nicht anders. Es geht darum, wie wird sortiert. Quasi machst du das Inhaltsverzeichnis vorne oder am Ende? Wie sortierst du die Fragen? Ja, welche Frage passt zu welcher? Wie sortieren wir die Inhalte? Und es ist die Schule von Khorasan entstanden und die irakische Schule. Und über die sagt Al-Nawawi, um so einen kurzen Blick dafür haben, dass die irakische Schule am sichersten ist, weil sie sehr detailliert auf die Überlieferung schaut. Und wenn wir hier über die Überlieferung meinen, dann sprechen wir nicht über die Hadithe, sondern wir reden darüber, die Verbindung der einzelnen Schüler hin zu ihrem Lehrer, hin zu der Ursprungsquelle, die diese Aussage getroffen hat. Während der Vorteil der Schule von Khorasan ist, die sind unglaublich sortiert und unglaublich genau in der Auflistung von Kapiteln und Unterkapiteln. Also es ist unglaublich sauber sortiert. Du verlierst, also wenn du was nachgucken willst, weißt du, wo du guckst, während du bei dem anderen suchen musst. Deswegen beide haben so ihre Vorteile und die entstehen dann und es wird geschrieben. Die Schüler schreiben. Dann kommt es zu einer Übergangsphase, die wir quasi jetzt benennen als die Sammlung und die Reflexion. Die beginnt mit Imam al-Haramain al-Juwayni und Abu Hamid al-Ghazali, dass sie die beiden Schulen zusammenführen, die Art des Schreibens zusammenführen und quasi die Bücher sammeln, also zusammenfassen in einem neuen. Und dann gehen wir rüber in die Zeitspanne, dass eben jetzt reflektiert wird, dass gesammelt wird, dass Standardwerke verfasst werden und dass die Weizen vom Streu getrennt wird, weil es inzwischen Meinungen gibt, wo jeder Schafiit sich umdreht und sagt, das kannst du doch nicht aus der schafiitischen Schule ableiten, wo hast du das denn her? Ne? Also es wird quasi so ein bisschen reflektiert und sich besonnen auf, okay, lasst uns nochmal sammeln. Und da stechen hervor Imam al-Nawawi und Imam al-Rafi'i. Und dann kommt die Zeitspanne der Festigung der Schule. Also wir können quasi sagen, dass mit Imam Nawawi und mit Imam al-Rafi'i die Schule das letzte Lektorat, die letzte Überarbeitung, die letzte Festigung und Sammeln hinter sich hat und sich jetzt setzt als feste Schule. Ja. Und dann hast du quasi nur noch Leute, also Mashayikh, deren Rollen wir jetzt nicht kleinreden, weil wir sagen nur noch, aber man erklärt jetzt. Also dann hast du so Gelehrten wie Al-Ramli, Al-Haytami, die dann Werke von Imam al-Nawawi oder von Imam al-Rafi erläutern, und zwar ausführlich, so dass es für den Schüler verständlich wird. Das sind so die, so hat sich die Schule entwickelt, dass sie heute ist, wo sie ist. Maschallah, also deine Ausführungen belegen auch einfach nochmal, dass hinter den Schulen mehrere Generationen von Gelehrten, von namhaften Gelehrten stecken und dass das keine Sache war, die irgendwie schwach überliefert ist bis in unsere heutige Zeit oder die liegen gelassen wurde, die nachträglich auch vielleicht auf Basis eigener Interessen beeinflusst und verändert wurde, sondern dort hinter steckt wirklich eine Generation von vielen großen Gelehrten. Das ist sehr wichtig, weil heute, und das haben wir in den letzten Interviews auch thematisiert, dann kommt oft das Argument, ja, Imam Shafi'i war auch nur ein Mensch, er hat vielleicht auch Fehler gemacht und Hum Rijal wa nahnu Rijal. Sie sind Männer und wir sind, oder Menschen und sie sind Menschen und Männer. Und genau wie sie Urteile gefällt haben, fällen wir auch Urteile. Ja, in der Praxis natürlich fällen wir heute auch Urteile und eventuell bestimmte Urteile zu bestimmten Fällen. Aber das ist für mich auch wieder kein Argument, weil dieses Argument läuft ins Leere oder suggeriert auch etwas Falsches. Dort steckt nicht nur eine Person, wir müssen verstehen, dort stecken mehrere Generationen von Gelehrten, die all diese Methoden und Grundlagen und Lehrmeinungen, wie du gesagt hast, geordnet haben.
auf Authentizität überprüft haben, weiterentwickelt haben und so weiter. Es ist am Ende eine Riesengnade, und betonen das wieder, auch eine Gnade von Allah, ein Geschenk von Allah, dass durch die Geschichte für uns diese Schulen so gefestigt wurden und so geformt wurden, weil, ich wiederhole es auch wieder, dadurch zum größten Teil unser Dien, auch der Fiqh und einfach die praxisbezogenen Handlungsnormen, die Fragen, die für uns als Grundlage dienen, wie wir Allah Ta'ala richtig anbeten, dass diese Dinge für uns, Alhamdulillah, strukturiert und geordnet sind und dass das eine Erleichterung für uns ist. Das ist sehr wichtig, weil oft kommt das Argument, ja, Fiqh und dann die einzelnen Schulen, was soll ich lernen, wie soll ich lernen? Okay, wir haben heute ein Problem von Unwissen darüber, wie wir lernen. Das bedeutet aber nicht, dass die Sache selbst eigentlich schwer oder einfach ist. Im Gegenteil. Es ist mittlerweile, sollte eigentlich, also von den Grundlagen, von dem, was wir haben, einfach sein, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, die rituelle Gebetsmaschung zu lernen, das Gebet richtig zu lernen, wie er seine Verträge vollzieht und so weiter. Und eigentlich ist das einfach. Das Problem ist, wenn wir heute kommen und sagen, es ist schwer, und dann suchen wir nach Alternativen. Und das Problem ist oft, diese Alternativen, die wir haben, sind auf keinster Weise so geordnet, haben auf keinster Weise diese Geschichte und diese Authentizität und diese Festigung. Wenn heute jemand kommt, okay, die Volksschulen hatten ihre Urteile, und wir fällen heute unsere Urteile. Am Ende, interessant, einer der Mashayikh, einer der bekannten Mashayikh, sagt am Ende, selbst die heute kommen und sagen, sie würden Urteile fällen, völlig unabhängig von den Rechtsschulen, lügen eigentlich. Weil am Ende, worauf stützen sie sich am Ende des Tages? Selbst wenn man in einzelnen Fragen zu anderen Meinungen kommen sollte, das ist ein anderes Thema. Darum geht es. Mir geht es darum, dass am Ende des Tages, dass diese Leute am Ende des Tages auf die Methoden auch der Fiqh-Schulen zurückgreifen. Ob sie es so ganz konkret benennen oder nicht. Das von mir vielleicht nochmal dazu. Wenn du erlaubst, dann würde ich gleich überlegen, welchen Punkt hast du eine Idee, was können wir als nächstes? Also wir haben jetzt, Alhamdulillah, wir Also wissen, ich der würde ganz Imam kurz aufgreifen, was du Shafi'i. gesagt hast, und dann würde ich kurz Na. so ein paar mal so, es gibt so einen allgemeinen Vorwurf an, ich würde gerne was zur Position der Schule erklären wollen und so Sehr einen gerne. Vorwurf klären wollen. Sehr Also gerne, sehr gerne. aufbauend auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Fiqh ist natürlich, ne, ihr habt das ja bestimmt schon ausführlich erklärt, deswegen muss ich da jetzt nicht eintauchen, aber es geht ja letztlich nur um die Frage, wie setze ich das um, was ich tun muss oder soll oder nicht soll oder nicht tun darf. So. In diesem Konstrukt haben diese Gelehrten in ihrer jeweiligen Zeit alles Mögliche dafür getan, der Frage nachzugehen, wie man die Quellenlage versteht und daraus das Wie der Umsetzung ableiten kann. Und diese Aussage, hum Rijal wa nahnu Rijal, also das ist, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage. Erstens stellt sich natürlich die Frage, wer diese Aussage trifft. Wenn jemand die Aussage trifft, der dasselbe wissenschaftliche Niveau erreicht hat, wie die Menschen damals erreicht haben, dann steht es ihm zu, das zu sagen, weil er selbst in der Lage ist, mit Texten umzugehen und abzuleiten. Aber wenn du das alles vom Wahn nicht unterscheiden kannst, ja, wenn du mir mischt zwischen, wenn du einen Unterschied machst zwischen Hadith, Sahih und Hassan, weil das ist eines ja weniger Sahih, und also du verstehst vorne und hinten nicht, ja. Du kennst dich mit der arabischen Sprache nicht so aus, als dass du, also du verstehst den Koran noch nicht mal. Ja, du müsstest in die Übersetzung schauen. Dann sagst du mir, hum Rijal und nahnu Rijal, dann sage ich dir, bitteschön, Nein, du nein, hast das, ihn. nein, es So. stimmt, es stimmt ja auch dann. Hum Rijal und Nahnu Rijal. Bloß, dass sie von einer anderen Welt sind und wir von einer Richtig, genau. Also es ist halt, man kann natürlich die Äpfel und die Birne nicht miteinander vergleichen. So, und an der Stelle muss man auch immer, und das ist etwas, womit ich immer sehr vorsichtig bin. Natürlich, und das ist etwas, wo ich an der Stelle das auch betonen möchte. Natürlich gibt es Aussagen der einzelnen Rechtsschulen, die wir in der heutigen Zeit kritisch reflektieren können. Nein, sogar müssen. Ja, einfach warum? Weil die Lebenswelt und die Lebensform sich verändert hat. Und eine Veränderung heißt, dass sich auch die Antwort der Frage verändern kann und teilweise auch muss. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, der da vorher hat nichts verstanden.
boah, schau dir diesen Idiot an, in Anführungszeichen, was in dem Steinzeitalter da hinten, wie er beantwortet hat. Oder er Nein, hat keinen nein. Beweis, oder er hat keinen Beweis gehabt, wie einige Genau, sagen. er hat keinen Beweis gehabt oder Er hat seine keinen Beweise sind Beweis alle gehabt. schlecht gewesen. Wir müssen in die Zeit der jeweiligen Person schauen und uns anschauen, mit welch großer Anstrengung er zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der wird sich wagen, davor zu sagen, der wird Angst spüren, davor zu sagen, die haben was falsch gemacht. Ja, weil wir das natürlich auch in dem Zeitkontext betrachten müssen, in dem diese Menschen gelebt haben und in dem sie gearbeitet haben und abgeleitet haben. Ja, während ich hier heute sitze und online jedes Hadithwerk finden kann und sage, ich gebe die ersten drei Buchstaben eines Hadiths an und finde die alle und kann mir auspicken, welche ich nehme, sind die noch rumgereist, haben das auswendig gelernt. Also die hatten ihre Sachen als Lexikon im Kopf. Und dann kommt mir jemand hin und sagt mir, Humu Rijal, wa nahnu Rijal, und du hast nichts im Kopf. Das Einzige, was du im Kopf hast, ist, du weißt, wie du einen Computer benutzt. Also das ist etwas, was ich sehr kritisch sehe, worauf ich aber auch immer betone, das bedeutet nicht, dass wir eins zu eins immer alles blind übernehmen von den Meinungen und den Fatawa und dass da auch Anstrengung geleistet werden muss von Menschen, nicht ich, weil ich bin da weit dahinter, aber Menschen, die auch im Madhab oder in den Rechtsschulen so bewandert sind, ja, dass sie auch aus den Rechtsschulen heraus zeitbezogen und im Zeitkontext gesehen Fragen neu beantworten können, die vielleicht auch anders beantwortet werden müssen. Und das finden wir recht selten in den Ibadat, aber vor allem in den Muamalat. Also ich glaube nicht, dass zur Zeit von Imam Schafi oder Imam Malik oder Imam Ahmed diese Leasingverträge, die wir heute haben, vorhanden war. Ja, bitteschön. Was machen wir damit jetzt? Sagen wir einfach alles Haram, weil gab es früher nicht bei dem Gelehrten. Ja, das So. genau das passiert. Also was wir, Baraklaufik, den Punkt, den du erwähnt, der ist sehr wichtig. Natürlich auch wieder als einfach Klarstellung für die Geschwister, die dann immer sagen, ah, sie haben in einer Zeit gelebt und wir haben in einer Zeit gelebt und das wollen damit eigentlich mit anderen Worten sagen, das können wir alles in die Tonne kloppen. Nein, natürlich mit und der beste Beweis dafür sind auch die Gelehrten der einzelnen Schulen selbst, bevor wir dann aus den Schulen hinausgehen, dass die Schüler selbst oder auch andere Generationen von Gelehrten gesagt haben, okay, Imam Schafi'i oder Schüler von Imam Schafi'i hatten diese Frage aufgrund dieser Umstände und haben dann nochmal eine Antwort gegeben, vielleicht mit anderen Voraussetzungen oder weiteren Voraussetzungen etc., weil sich eben der Kontext verändert hat. Das heißt, wir sehen auch, dass das Fiqh und das Auseinandersetzen, dass sich Auseinandersetzen mit Fiqh immer auch ein Aushandlungsprozess ist unter Gelehrten von Zeit zu Zeit etc. Das heißt, es sind am Ende, wenn wir es richtig machen, wenn wir es richtig machen, sind das lebende und dynamische Schulen, bis in unsere heutige Zeit. Wenn wir es richtig machen, das erfordert natürlich sehr, sehr viel Arbeit und Voraussetzungen. Und jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen. Aber mach du weiter, inshallah. Sag mal, Dann wir hatten fällt ja es mir noch, ein. also ganz kurz, es gibt ja, also du hattest mich ja damals mal auch darauf aufmerksam gemacht, es wird oft das Zitat gebracht von Imam Shafi'i, wenn der Hadith sahih ist, dann ist das mein Madhab. Sehr gut, genau. Was Und bedeutet dahinter das denn? steckt so ein, das sind zwei Dinge, die wir klarstellen müssen. Erstens, wir haben zwar gesagt, dass Imam Shafi'i die unterschiedlichen Schulen in ihrer Grundstruktur so ein bisschen sammelt, ja, also er profitiert von beiden Schulen, von den unterschiedlichen Lehrern, sammelt sie und formuliert etwas, aber er hat eine Neigung und die müssen wir benennen. Und die Neigung ist, dass er die Hadithe, wenn sie in ihrer Eindeutigkeit vorhanden sind, eindeutig nimmt. Also alles, was mit den expliziten Gottesdiensten zu tun hat, wo es darum geht, dass Allah Ta'ala uns einen klaren Befehl gegeben hat und wir ihn umsetzen müssen. Das sind ja nur diese fünf, also die vier Dinge, 15 Klammern der Shahada, ne, das Gebet und so weiter und so fort. Da ist Imam Shafi'i unglaublich streng in der Wortgenauheit. Und das Hadith ist folgendermaßen zu verstehen. Das erklärt er selbst in Al-Um. Und ich habe euch die Stelle rausgesucht in Al-Um. In Al-Um sagt er dazu, deswegen muss ich ganz kurz auf meinen Zettel schauen, weil das habe ich mir Ganz, rausgeschrieben für euch. ganz kurz, Al-Um. Ganz Al-Um, kurz, was ist Al-Um? Ganz kurz. tamam. Al-Um ist das Standardwerk des schafiitischen Fiqh im Sinne des Lehrers. Damit meine ich, das ist das erste schafiitische Werk, das die schafiitische Rechtsschule gesammelt hat und von Imam Schafi'i selbst geschrieben worden ist. Das ist heute weniger gültig, in Anführungszeichen, wir würden es heute nicht mehr benutzen für eine Fatwa oder so, ja.
Aber es lehrt dich die Grundregeln des Fiqhs nach der Schule und nach dem Denken von Imam Schafi'i. Dazu müssen wir wissen, Imam Schafi'i hat sein Buch so geschrieben, dass er dir nicht gesagt hat, wenn du betest, mach 1, 2, 3. Wenn du Wudu machst, mach 1, 2, 3. Sondern er erklärt dir eine Regel und aufbauend auf der Regel erklärt er dir dann sein Ergebnis. Das heißt, in dem Buch lernst du quasi, oder mit dem Buch lernst du quasi, wie du normwissenschaftlich ableiten kannst und wie du dann letztlich die Sachen auch umsetzt. Also du lernst zwei Dinge. So ist Al-Um aufgebaut. Und in Al-Um erklärt er, sagt er zum Beispiel, also übersetzt heißt das, wir wenden uns weder oder wir wenden uns nichts anderem zu, solange es den Koran oder die Sunna als Beweislage gibt. Und man nimmt immer von dem Höchsten, also von der höchsten Instanz. Und somit ist die Aussage, die dort immer gestellt wird von Imam Schafi'i, die auch richtig ist, wenn es ein Hadith gibt, das korrekt ist, also in seinem Inhalt und in seiner Überlieferung, dann ist das mein Madhab. Damit ist gemeint, die Meinung und die persönliche Ableitung unterliegt immer der Quellenlage und tut sich neue Quellenlage auf, verändert sich die persönliche Meinung aufgrund der Quellenlage. Weil die persönliche Meinung hinfällig wird. Ja, und das finden wir auch wieder bei ihm, wenn wir zum Beispiel über die Grundlagen der Ableitung bei Imam Schafi'i sprechen oder der schafi'ischen Rechtsschule, haben wir fünf Grundsätze. Und einen der Grundsätze ist, das hat er sich so ein bisschen von Imam Malik genommen, ja, nämlich die Sahaba. Aber warum? Weil er sagt, dass die Sahaba, was mit dem, was sie tun, sich immer auf ein Hadith und ein Ereignis beziehen. Das heißt, er verbindet es automatisch, also er lässt das nicht als eigene Kategorie stehen, wie Imam Malik, das hattet ihr ja schon mit Amal Ahlul Medina, sondern das fällt bei Imam Schafi'i komplett raus, aber er nimmt die Sahaba trotzdem als Quelle. In Bezug dahin, weil die den Textquellenbezug haben. Entweder ist es der Textquellenbezug zu dem Koran oder zur Sunna. Und das ist halt. Das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss, dass das in der schafiitischen Rechtsschule da schon eine sehr, sehr strenge Auslegung in den Ibadat gibt, selbst wenn wir vom Qiyas profitieren. Ja, also Imam Malik, Imam Schafi'i hat natürlich auch von der hanafitischen Schule profitiert und hat den Qiyas mitgenommen und hat davon sehr viel profitiert, aber bei den Ibadat unglaublich streng. Um mal ein Beispiel zu nennen, ja, damit ihr mal so ein Beispiel dafür habt, dass die Erlaubnis, auf einem Reittier zu beten während der Reise. Jetzt könnte unser eins sagen, ja, Reittier, Auto, Reittier, Flugzeug, Reittier, Zug. Wenn wir das streng nach dem Madhab nehmen würden, nach Imam Schafi'i, also nach seinen Regeln, nein, nur ein Pferd oder ein Kamel. Weil das Hadith eine Sondererlaubnis ist und eine Sondererlaubnis muss beschränkt werden auf das, was sie erlaubt. Was wortwörtlich dort erlaubt worden ist. Da kannst du keinen Qiyas mehr machen. Da hat man mal ein Beispiel, dass er bei solchen Sachen extrem streng ist. Deswegen sagt man zum Beispiel, dass beim Thema Tahara, ist beim Schärfe, also ist das mit einer der strengsten Schulen, weil Das du dich nur noch am Saubermachen bist. sagt ja, wenn ich mich recht erinnere, jemand wie Imam al-Ghazali oder Imam al-Ghazali hat sich gewünscht oder hätte sich gewünscht, dass die schäfiitische Schule im Bereich der Tahara, der rituellen Reinheit, so wie die malikitische wäre oder zumindest diese Grundlagen hätte, weil die Maliketen sind in dem Bereich die mit dem, ich sag mal, ist auch immer schwierig zu sagen, am strengsten, am weitesten, aber ist schon weiter von den Möglichkeiten als Schäfiitsch, ohne jetzt die Meinung zu schmälern Ja, etc. aber das stimmt. Aber zum Beispiel selbst bei der, also um nochmal die Strenge, an der Strenge nochmal aufzu, in Bab al-Zakar, also wenn es um die Zakar geht, ob wir bei Imam Nawawi schauen oder beim Imam Rafi oder davor, alle Gelehrten sagen dasselbe. Und in dieser Bab handeln wir nicht entsprechend der Regeln von Imam Shafi'i,
diesem sondern Kapitel meinst du ja, ein Kapitel genau, oder? also in dem Thema der Verteilung der Zakat. Kein Schafiit macht das nach den Grundregeln der Schafiiten in der praktischen Anwendung. Alle sagen dir, okay, so wäre es, und am Ende die sagen dann, aber in dieser Bab ergreifen wir die Ruchas und die Möglichkeiten, die vorhanden sind in den anderen Rechtsschulen, weil es zu streng ist. Also so streng, dass es nicht kaum praktikabel wird bei Bab al-Zakat, also beim Kapitel der Zakat, der jährlichen Abgabe, wo es darum geht, wenn du das verteilst, wenn du das Gesammelte verteilst. Ja, das gibt noch mal dafür, auch, das gibt auch nochmal ein Gefühl dafür, dass eine Rechtsschule lebendig ist. Sie, und die hat viel an Lebendigkeit die letzten Jahre verloren, weil man hingegangen ist zu einem puren Taqlid. Also immer nur lernen und also die Meinungen lernen, die bis zu Imam Nawawi, und das lernt man und das ist der Madhhab. Aber man müsste auch wieder das ist meine persönliche Meinung, in die Zeit kommen, dass man halt modernere Fragen basierend auf den Grundlagen der schafiitischen Rechtsschule dann nochmal beantwortet, damit der Madhab auch nochmal, ne, in die neue Zeit hineinwächst. Aber das ist Aber eine das Herausforderung, da. die können sich die Menschen stellen, die genug Wissen haben, nicht ich. Ich weiß nichts. Glaufig, das sagt noch und wirklich für diese Insights und für dieses geballte Wissen und diese Informationen. Vielleicht auch als Überleitung einfach zu etwas Praktischem, weil ich glaube, die Frage kam jetzt auch, es ist nicht deine Aufgabe zu gucken, was die Leute in deinem Kommentarbereich schreiben, das ist eher meine Aufgabe. Aber eine der Fragen war, okay, wie lerne ich beispielsweise die Schule heute? Also womit beginnt man? Erstmal vielleicht auch erstmal eine andere Frage. In welchen Ländern oder wo sind so noch Zentren von Schäferit, wo man sagt, okay, dort wird noch die Schäferit-Schule mit am stärksten gelehrt und verbreitet? Und dann im nächsten Schritt, was sind so Grundlagentexte? Vielleicht so drei erstmal, was sind so drei Grundlagentexte oder vier, wenn du möchtest, oder wie gesagt, Okay. mehr, du bist frei, die man lernen müsste, um die Schäferit-Schule zumindest damit zu beginnen und um gut zu Okay. beginnen. Also Länder, in denen vor allem der schafiitische Mazhab nach wie vor vertreten ist, sei es in der Praxis, sei es durch die Mashayikh und Gelehrten, die vorhanden sind, das ist Al-Dasham, also Großsyrien, das umfasst Jordanien, Palästina, Libanon eher weniger. Ja, du hast es in Ägypten, aber nur anteilig. Ja, also in Ägypten findest du vieles, aber auch die Schafiiten. Im Jemen. Und im Jemen findest du vor allem auch die Schule von Hadramaut. Das ist nochmal eine sehr, sehr, sehr klassische Schule, aber sehr, sehr stark. Interim, wenn ich mich Genau. rechne. Genau. Und auch in Südostasien, also Indonesien, Malaysia und so weiter, hat man die schafiitische Schule. Das hat aber sehr viel damit zu tun, wie der Islam dahin gekommen ist. Also die Händler, die damals gereist sind, waren Schafiiten. Ich überlege gerade, man könnte eine Hochrechnung machen, wenn wir unsere indonesischen und unsere malaiischen Geschwister dazu nehmen, ob nicht die Schäferhitsche Schule heute von der Anzahl her die am meisten vertreten ist. Nur von der Anzahl, wie viele Leute, weil ich meine, am Ende Ich die glaube, Muslime. die Hanafitische ist mehr vertreten. Stimmt, stimmt, ja, Wegen stimmt. der, Dann wir haben da. du hast Pakistan, Indien, die Stimmt, du hast. Türkei, du hast viele arabische Länder anteilig. Also ich glaube, Stimmt. die Hanafiten haben richtig aufgeräumt auf dem Feld. Na, natürlich handelst du auch durch das Osmanische Reich wahrscheinlich auch Tamam, was richtig. Handel. Möge Allah sie alle dafür belohnen. Amen. Was jetzt die Lehre angeht, das Erste, und das ist eine goldene Grundregel, die sich, glaube ich, auf jede Schule übertragen lässt. Nie ohne Lehrer lernen. Egal welches Buch, nie ohne Lehrer. Wenn du anfängst ohne Lehrer, dann mach das Buch zu und hör auf. Weil der Fiqh aus zwei Anteilen besteht, wenn man ihn lernt. Er besteht aus dem Inhalt, der im Buch steht, und der Erläuterung. Und in der Erläuterung hast du zwei Dinge, die dir ein Gelehrter immer mitgibt. Wie sind wir zu dieser Meinung gekommen? Und welche lernen wir daraus? Und das ist extrem wichtig, weil es dir ein Verständnis dafür gibt, wie man der Frage nachgeht, wie setze ich meine religiösen Pflichten, wie setze ich die islamische Lebensweise in meinem direkten Leben um. Und deswegen nie ohne Lehrer, das ist das Erste. Das Zweite ist von den Texten her, man sagt, es gibt so eine klassische
drei Leitersprossen. Also es gibt eine Leiter aus drei Sprossen, schafiitisch gesprochen. Es gibt natürlich mehr Sprossen. Die vier Sprossen als Safina. Das Buch heißt Safina del Najah, also das Boot der Rettung. Das ist von einem jemenitischen Sheikh aus Hadramaut, Sheikh Salem bin Samir. Ja. Dann hast du als nächstes würdest du Al-Matn Raya und Taqrib machen. Raya und Taqrib ist von Abu Shuja. Danach würde man die Umda machen. Shihab al-Din Lu'lu al-Qahiri. Ja, Shihab al-Din Lu'lu al-Qahiri. Und als viertes würdest du Al-Minhaj machen von Imam al-Nawawi. Das ist so die klassische, wenn du so aufbauend Stück für Stück dich intensiver mit dem schafiitischen Fett auseinandersetzen würdest, das sind so die klassischen Texte. Wenn es aber etwas gibt, also es gibt auch etwas im Modernen, das wäre Al-Fiqh al-Manhaji von Al-Bura und anderen Autoren. Ja. Das wäre was Moderneres. Aber wie gesagt, nie, also das ist mein persönlicher Ratschlag, den meine ich auch aus gutem Herzen so, nie ohne Lehrer lernen. Na, das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine auch jetzt, ich denke, wir beide auch, wir haben ja auch lange Zeit zusammen studiert im Sudan. Selbst natürlich das nicht vergleichbar mit dem, was die Schulen machen etc. Aber wir als einfache Studenten haben ja schon immer gemerkt, was es bedeutet, wenn wir dort sitzen und beispielsweise mit einem unserer Lehrer Minhaj al-Talibin von Imam Nawawi gelesen haben und dann der Sheikh dir genau erklärt, wie das zu verstehen ist und du dir sagst, Subhanallah, ich hätte das ganz anders verstanden oder ich hätte was ganz anderes draus gezogen. Und also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Herausforderung ist heute natürlich, gerade in unserem Kontext, auch in Deutschland und Europa, Lehrer zu finden, die dieses Wissen weitertragen. Das ist ein anderes Thema. Es ist nochmal ein Thema für sich auch. Wie lernt man, wo lernt man, etc. Barakallahu fik, du sagst nur khairan. Ich schaue gerade auf die Zeit. Ich wollte heute, also es war meine Absicht, es nicht ausarten lassen, so wie die letzten Male, es ist wirklich ausgeartet. Also das war einfach, also das war, ist nicht mehr zumutbar gewesen für einige Geschwister. Die Zeit ist in deiner Hand. Ich würde vielleicht, wenn wir die Möglichkeit hätten, würde ich vielleicht ganz kurz nur die Quellen, also beziehungsweise die Methode der Schule erklären. Sehr, sehr wichtig. Blick dazu haben, weil ich glaube, wenn ihr das bei den anderen Schulen gemacht habt, dass man einfach auch merkt, wo sich die beiden Schulen, die beiden großen Schulen, Malik und Hanafi, wiederfinden. Und Ahmed ist ja letztlich jemand, der von Imam Shafi gelernt hat. Und sich an einer Stelle aber von ihm auch ein bisschen löst. Ja. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wenn du, tamam, okay. Wir haben, wie man sagt, man hat fünf, man hat fünf Grundlagen in der Art und Weise, wie abgeleitet wird. Die erste Stufe, und wir nennen das ganz bewusst erste Stufe, weil das mit Stufen, das Stufenmodell deutet dich darauf hin, dass die Dinge auch hierarchisch geordnet sind. Die existieren nicht parallel, sondern sie stehen in einer Hierarchie. Das erste nennen wir Al-Kitab wal-Sunnah. Kitab, der Koran, und Al-Sunnah ist eben das Leben des Propheten, das beispielhafte Leben des Propheten, übermittelt durch die Hadith-Wissenschaft. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist der Ijma. Und der Ijma ist ja der Konsens, also der Konsens von den Gelehrten zu einer gewissen Zeit über eine gewisse Fragestellung, aber sie bezieht sich, also der Konsens bezieht sich ja auch immer auf Kitab und Sunnah. Von daher ist die zweite Stufe der Ijma. Die dritte Stufe Imam Shafi'i, großen Lehrer Imam Malik mitgenommen, Qaul Ba'd Sahaba, also die Aussprüche und die Aussagen einiger Prophetengefährten. Warum?
Weil solange die Aussage Gefährten Anwendung gefunden hat und niemand Einspruch eingelegt hat, selbst wenn wir kein klares Hadith dafür haben, das uns zurückführt zum Propheten, aber zum Sahabi, nehmen wir es. Weil gäbe es Einspruch bei der Anzahl der Sahabas, den es gab und bei der hohen Vertrauenswürdigkeit, die existiert hat bei den Prophetengefährten, müsste Einspruch gefällt worden sein, gäbe es oder wäre diese Aussage beispielsweise unklar. Und deswegen ist das ist die dritte Stufe. Die vierte Stufe ist, wenn es zur Meinungsunterschiedlichkeit zwischen leiten lässt vom Koran oder der Sunna. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, der Punkt, um das ein bisschen kurz, ja? Abdulkader, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Es hakt gerade etwas. Ich weiß nicht, ob es an meinem Es Internet liegt hakt. oder es hakt Okay. gerade. Vielleicht könntest du den letzten Punkt nochmal wiederholen. Also ich höre dich, aber abgehakt. Du hörst mich aber abgehakt. Okay, ich versuche mal kurz was. Ist es jetzt ein bisschen besser oder immer noch schlecht? Also gerade geht's. Gerade geht's. Gerade geht es ja vielleicht, aber das ist natürlich jetzt unpraktisch. Sonst. Ich mache mal einen Hotspot von meinem Handy aus. Vielleicht ist es dann besser. Okay, Mohammed, es ist jetzt wieder in Ordnung. Jetzt ist gut, jetzt ist in Ordnung und gut. Okay, da. Also, Könntest du was vielleicht hat man nochmal denn noch den letzten, die mitbekommen? ersten drei Punkte sind, glaube ich, durchgekommen. Den letzten Punkt Okay, wiederholen. der ersten drei Die war ersten drei Kitab, Punkte sind Sunna. noch durchgekommen. Okay, da. Der vierte, okay, der erste war Kitab und Sunna, der zweite war Ijma, der zweite war die Aussage eines Prophetengefährten, ohne dass es dafür Widerspruch gab. Und der vierte Punkt ist, wenn sich die Aus, also wenn es mehrere Aussagen der Propheten gibt, Okay, und jetzt Sunna. bist Und du wieder das. weg. Oh. Genau. Also jetzt bist du wieder weg. Also genau jetzt, wo du den vierten Punkt immer, wenn du den erklären willst, dann bist du weg. Also, Inshallah. Inshallah. Ich bin aktuell in Berlin, weil ich Semesterferien habe. Aber als ich in Marokko war, hatte ich besseres Internet, als wenn ich in Berlin bin. Subhanallah. Also das deutsche Internet ist sowieso, es ist bekannt, es ist eines der schlechtesten Internetanschlüsse. Oder Deutschland hat eines der schlechtesten Internetanschlüsse. Okay, jetzt ist unser Abdokade rausgeflogen. Müsste ihn mal wieder dazu holen. Hammer. Gerade wo es spannend wird. Er schickt mir bestimmt gleich wieder eine Anfrage, inshallah. Ja, spannend, Hammer. Vielleicht, ich weiß nicht, ich will erwarten, dass der Bruder gerade zurückkommt. Vielleicht die Geschwister, die online sind, die wenigen. Vielleicht könnt ihr kurz einfach in den Kommentarbereich schreiben, wie ihr die Reihe bisher fandet, ob ihr davon profitieren konntet, ob ihr euch so etwas öfter wünscht. Auch eine kleine Ankündigung: Ich plane inshallah zumindest ein Interview, auch mit einem sehr guten Freund von mir zu machen, wo es um die Aqida-Schulen gehen wird. Was ist der Aqida? Was ist eine Aqida-Schule? Und einige heutige Fragen auch.
heute aktuelle, also aktuelle Zeitfragen zu den Aqida-Schulen und Diskussionen. Aber ihr werdet inshallah rechtzeitig auch Bescheid kommen. Inshallah. Jetzt müsste der Bruder Abdul Qadir wieder dazukommen. Naja, jetzt bist du wieder back. Alhamdulillah. Inshallah. Entschuldigt, ich weiß nicht, warum auf einmal das Internet so verrückt spielt. Ich hab grad gesagt, Deutschland hat mit die schwächsten und schlechtesten Internetanschlüsse. Ich war, als ich in Marokko war, noch vor 2 Wochen, da war ich online, mashallah, bei mir auf dem Dach und bin in eine Zoom-Sitzung reingegangen und haben mir einen Vortrag gehalten und so weiter. Aber versuche ich bei Instagram anzugehen, dann ist das irgendwie eine Katastrophe. Subhanallah, ist ja fast so schlimm wie der Sudan hier. Okay, natürlich, Sudan ist nochmal eine andere Geschichte, aber das lassen wir inshallah für einen eigenen Livestream. Inshallah. Ich war beim vierten Punkt, richtig? Na, Den habe ich vergessen. noch mal Genau. der vierte. Der vierte Punkt ist, wenn sich die Aussage der Gefährten unterscheidet, also man hat Gefährte 1 und Gefährte 2 und die Aussage unterscheiden sich, nimmt man jene Aussage, die am nächsten ableitbar ist aus Koran und Sunna. Und Vorsicht, wirklich, hier muss ich ganz großes Vorsicht mit ganz vielen Ausrufezeichen setzen. Das heißt nicht, dass ein Sahaba eine Aussage treffen würde, die sich nicht ableiten lässt aus dem Koran und Sunna. Nein. Sondern es gibt eine eindeutigere Eindeutigkeit. Und hier geht es um den offenkundigen Wortlaut, die Eindeutigkeit des offenkundigen Wortlautes. Was näher daran ist, dem bezieht man sich. Also was weniger Interpretation fordert. Ja, das ist damit gemeint mit der vierten Stufe. Und das fünfte ist Al-Qiyas, also der Analogieschluss. Und das sind quasi die fünf großen Grundlagen der Ableitung im schafiitischen Madhhab. Und hier ganz kurz nochmal zu deutlich stellen, das heißt, also wir finden viele andere, die bei anderen benannt worden sind, auch im Madhhab der Schafiiten, aber subsumiert unter eine der fünf Gruppen. Zum Beispielsweise der Ihsan, der Istihsan, wo ja immer gesagt wird, Imam Shafi hat gesagt, wer Istihsan macht, ist ein ne, ganz schlimmer Mensch und bloß nicht. Man ist da seiner Faqad oder so ähnlich. Richtig. Das, was damit gemeint ist bei der Aussage, ist, dass Imam Shafi sagen möchte, wer das ohne Dalil macht. Wer ohne Dalil anfängt, die Sachen so zu mischen, wie es ihm gerade passt, und Kannst du die kurz Sachen. erklären, was ist der Hassan ist bei den Schäferin? Ganz kurz. Also. Okay, tamam. Ja, Istihsan bei den Schafiiten findet sich nicht als Istihsan wieder, sondern findet sich beim Qiyas wieder. Und findet sich beim Qiyas insofern wieder, als dass man unterschiedliche Fragestellungen betrachtet und sich anschaut, ob die Natur der Dinge wirklich gleich geblieben ist oder nicht. Und in der Veränderung der Natur neue Rechtssprüche getroffen werden können und dann ein neuer Qiyas gemacht werden kann. Das ist letztlich ein Bab, also ein Unterkapitel unter Qiyas im schafiitischen Madhhab und kein eigener. Und deswegen, wir finden den Istihsan natürlich auf andere Art und Weise, als er vielleicht vorhanden ist. Also nicht so. Vielleicht ein bisschen strenger bei der schafiitischen Rechtsschule, wenn man das so nennen darf, strenger. Damit möchte ich nicht sagen, dass andere weniger streng sind. Aber man hat sich da sehr beschränkt, wenn man das beschränkt hat auf eine Form des Qiyas. Aber es gibt ihn. Und auch zum Beispiel den Bezug auf die Sahaba und so, das finden wir alles, nur eben subsumiert, nicht als eigene Kategorie. Und da finden wir auch wieder die Aussage des Propheten, nicht des Propheten, des Imam Shafi, dass er gesagt hat, wenn ich ein Hadith gehört oder wenn mich ein Hadith erreicht, das authentisch ist, dann ist das meine Meinung. Weil das eben die erste Stufe ist. Und wir haben ja gesagt, die Stufe ist hierarchisch aufgebaut, also Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Und deswegen ist Qiyas immer das Letzte. Und an der Stelle merken wir auch, dass Imam Shafi eine Neigung hat in seiner Schule. Auch wenn er die Schulen zusammenführt. Also quasi die Analogie, den Verstand und den Bezug zu den Hadithen. Das soll nie heißen, dass eine der beiden Schulen das nicht hat. Das haben alle. Aber dass er die unterschiedlichen Formen sammelt, er neigt trotzdem hin zu seinem ersten Lehrer. Mashallah. Atlaufi, sag mal Khairan. Subhanallah. Also ich habe
Also man merkt immer wieder, wie wichtig es einfach ist, dass wir auch dieses Wissen wiederbeleben, auch das Wissen rund um die Schulen. Und wir haben das in den letzten Interviews auch mehrfach erwähnt, dieses Chaos, das wir heute haben, also auch aus meiner Sicht, eine der Möglichkeiten, wie wir aus diesem Chaos kommen, ist wieder strukturiert Fiqh zu lernen. Und wenn wir sagen strukturiert, also gerade ich spreche von dem Chaos im Bereich Fiqh, dass jeder Fatwa gibt und es so viele Fatwa gibt, Urteile und einer sagt das und der andere sagt jenes und keiner weiß wer, was, wie, wo und so weiter. Aus diesem Nebel kommen wir nur heraus, wenn wir wieder anfangen, erstmal selbst persönlich, jeder auf persönlicher Ebene zumindest seine Grundlagen zu lernen. Jeder von uns muss lernen in dem Bereich der Ibadat, wie er die rituelle Gebetswaschung vollzieht, wie er sein Gebet vollzieht, wie er Zakat zu entrichten hat, etc. Und das natürlich idealerweise auf Basis einer Schule. Und dann, dass man gemeinsam schrittweise zu diesem Erbe, das wir auch so nennen können, zurückkehren. Barakallahu fik, also, Alhamdulillah, ich bin erstmal gut bedient, auch für heute Abend, wo wir natürlich weitermachen können. Und wie gesagt, wir können uns wirklich überlegen, ob wir so einen Stream zum Thema Sudan machen. Studieren und leben im Sudan, ein paar Insights. Das wäre bestimmt sehr interessant. Ach, mashallah. Ja, ich meine, wir beide wissen, worum es geht. Wenn wir grinsen und dann, was uns in den letzten Jahren passiert ist, Panama ist natürlich eine Geschichte für sich. Ja, Abdulkadir, magst du uns, wenn du jetzt nicht noch Ausführungen hast, magst du uns ein Schlusswort oder ein paar Schlussworte mitgeben, vielleicht rund um das Thema Fachschulen, Lernen von Fach etc. Also ich will das gar nicht lange machen, damit ich die Leute nicht noch langweile. Nein, nein, Aber ich meine. ganz kurz, den wichtigsten Ratschlag, den ich mir selbst an der Stelle gebe und allen, die zuhören, den Brüdern und den Schwestern. Allah Ta'ala wendet sich an die Menschen und es ist dem Menschen freigestellt, wie er sich entscheidet und was er macht. Und wenn wir uns für den Islam entscheiden, dann entscheiden wir uns nicht für ein Regelkonstrukt, sondern wir entscheiden uns für eine Art und Weise des Lebens. Und deswegen können wir an der Stelle immer von einer islamischen Lebensweise sprechen. Und diese Lebensweise besteht aus drei großen Fragen. Die erste Frage ist, warum tue ich das eigentlich? Und das Warum, da ist der Bezug zu Allah Ta'ala, aber auch zu der Auseinandersetzung mit der eigenen Absicht dahinter. Und die Absicht, das sind auch drei Fragen, die kann man sich aufschreiben. Was tue ich? Ein Bewusstsein über die Handlung. Warum tue ich es und für wen? Wer diese drei Fragen beantworten kann, findet seine Absicht. Das ist das Warum. Und dann gibt es das Was. Und das Was ist, was Allah Ta'ala von dir möchte, dass du es tust oder von dir verlangt. Und sind die Gebote und die Verbote. Ja, oder das, was wir tun sollten oder unterlassen sollten. Das so ganz grob zusammengefasst, die islamische Lebensweise. Das Warum verbunden mit einem Was und des Wies, wie wir das Was umsetzen. Wenn wir diese drei Fragen nehmen, liebe Geschwister, und auch wenn wir anfangen, den Fiqh zu lernen, der ein Muss ist, der Fiqh ist ein Muss. Das bedeutet, ich muss wissen, wie ich bete. Ich muss wissen, wie ich faste. Ich muss wissen, wie ich den Worten Allah Ta'alas, den Befehlen von Allah Ta'alas, wie ich denen in meiner eigenen Lebenswelt mit Handlung nachkommen kann und wie ich das umsetze. Aber ich darf dabei nie vergessen, bei den ganzen Regeln, alles lebt von dem Warum. Es lebt von meinem Bezug zu Allah Ta'ala, der Auseinandersetzung mit meiner Absicht und dass ich die Dinge, also ich lerne das Was und das Wie aufgrund des Warums. Und das sollten wir uns immer aufrechterhalten, weil manchmal ist der Fiqh sehr wissenschaftlich, sehr sachlich. Wenn du betest, mach das. Unreinheit ist das. Beim Fasten das. Und wenn du das tust, wird ein Fasten gebrochen. Ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Ich möchte nur sagen, dass das oft sehr sachlich ist. Und bei all der Sachlichkeit dürfen wir nicht vergessen,
Der Inhalt dieser Dinge ist unser Herz und unsere Beziehung zu Allah Ta'ala. Und das müssen wir immer paaren. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man das mit einem Lehrer lernt, weil ein Lehrer dir in der Regel beides mit auf den Weg gibt. Das war das. Schön, das ist ein sehr, sehr schönes und wichtiges Schlusswort, was auch die Reihe wirklich schön abrundet. Barakallahu Fik, ich danke dir für dieses Gespräch und für diese Insights. Und natürlich, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, inshallah. Und nochmal auch vielleicht für die Geschwister, die Fragen kamen auch schon. Inshallah, mach Dua. Es wird bald auch etwas bekannt gegeben. Wir werden beginnen, inshallah, auf Basis der vier Fiqh-Schulen auch zumindest den Bereich, damit werden wir beginnen, zumindest den Bereich der Gottesdienste und der Ibadat zu lehren. Und dafür, inshallah, wird auch unser Bruder Abdelkader dabei sein und andere Brüder, die ihr schon gehört und gesehen habt. Das heißt, seid gespannt, bleibt aktuell, inshallah, und macht viel Dua. Möge Allah Ta'ala es von uns allen annehmen. Und wenn etwas richtig war, dann kommt es von Allah und aufgrund seiner Gnade. Und wenn etwas falsch war, dann aufgrund unserer Schwäche. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله